Im Auftrag des Weihnachtsmanns machen wir uns auf der Suche, reisen durch die Welten der Mana-Reihe, um die artigen Kinder aller Welten mit einem magischen Sack voller Geschenke zu beschenken. Ja, das ist unser Ziel, haben wir im letzten Part schon gesehen, dass wir das vorhaben. Wir haben den Auftrag vom Weihnachtsmann höchstpersönlich erhalten und da und den dieser Quest, dieser schönen Quest setzen wir nun weiter fort und Schenkung gehen weiter in die Hauptreihe, in die Hauptquest rein, rücken aus und besiegen erstmal unartige Kreaturen der Nacht. Oder des Tages, von mir aus. Ja, mal sehen, in welche Welt wir jetzt reisen werden. Wir waren in dem letzten Part, waren wir in Mystic Quest drin, tatsächlich in Adventures of Mana, haben Bogart, Sumo und Fuji getroffen. Und da haben wir Fuji auch schon ein Geschenk gegeben, einen magischen Kristall, der anscheinend geeignet ist für sie. Ja. Man muss sich, wo es wohl ein bisschen erklärt, wie der magische Sack für das Weihnachtsmanns funktioniert. Und zwar greift man in den Sack hinein, stellt sich die Person vor, die geschenkt wird, und dann kommt das passende Geschenk heraus. Damit es auch mal erklärt wurde, ne? Der Weihnachtsmann läuft nicht mit so einem Riesensack rum. Ja gut, einige könnten meinen, ja, schon etwas, aber wer weiß. Ich weiß nicht, wie groß sein Sack wirklich ist, aber... Ich meine natürlich so seinen Leinensack auf dem Rücken. Leute, jetzt nicht hier falsch verstehen. Also, kommt mal ein bisschen runter. So meine ich das natürlich nicht. Ich sollte aufhören zu reden, ey. So. Ja, wie gesagt, ich bin trotzdem gespannt, wen wir hier antreffen werden. Weiter geht's. In welche Welt werden wir reisen? Weil Secret of Mana glaube ich nicht, dass wir die Welt reisen, weil da gibt es ja den Weihnachtsmann schon. Da ist ja quasi der Ursprung des Weihnachtsmanns in der Mana-Reihe. Und da haben wir ja mit Randy, Popoy und Bremen ja schon den Weihnachtsmann getroffen. Und dementsprechend, die helfen uns ja quasi gerade nebenbei mit und reisen auch in die Welten. Dementsprechend glaube ich nicht, dass wir in die Welt von Secret of Mana kommen. Ich kann mir das nicht so Trials of Mana vorstellen. Wie immer, Legend of Mana auf jeden Fall. Das sind ja die beliebtesten Mana-Titel. Aktuell. Gerade Legend of Mana hat ja momentan noch ein Anime am Laufen. Der, je nachdem, wie sehr man Anime-Fan ist und wie sehr man Fan vom Spiel ist, gefällt. Ich meine, wenn man schon viele Animes gesehen hat, dann gefällt einem nicht so. Ich habe sehr viele Animes schon gesehen in meiner gesamten Lebensdauer und er adaptiert ganz schön gut, aber halt auch noch nicht so, und aber als Anime ist er halt eher mit, ne? Ja. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich finde nur ein bisschen Legend of Mana als Anime ist schon das Passendste, ne? Aber ich weiß nicht. Da fehlt irgendwie... Es ist sehr gerusht irgendwie. Und irgendwie teilweise nicht so, aber irgendwie komisch. Naja, wie auch dem auch sei, ist es eine Videospiel-Anime-Fizierung. Ja. Da fehlt nur ein bisschen der zusammenhängende Plot. Wenn ich mal so sagen darf. So, Win. Ich will wissen, in welche Welt wir jetzt kommen dürfen. Ich will jetzt nicht nur kämpfen. Naja, mal gucken. Schenkung der Träume. Bildschirm berühren. Ich berühre den Bildschirm mit meiner Maus, die ihr nicht seht. Weitergehen. Ich habe natürlich die Spiele hier natürlich nicht am Rechner, Leute. Also nicht, falls ihr denkt oder so. Das tue ich natürlich nicht. Ich habe mein Handy angeschlossen. Zwei Kabel. Ja. Einmal für die Audio und einmal für Bildschirm oder so. Leider kann man über USB nicht Audio gleichzeitig mit. Ne? Leider kann man nicht über USB die Audio übertragen. Das Alter spielt keine Rolle. Wieso spielt das Alter keine Rolle? Weil das Alter eigentlich völlig egal ist. Jeder sollte beschenkt werden. Und wenn es nur eine kleine... Ist es die Geste. Und Weihnachten ist natürlich ein gutes Geschäft, ne? Nicht nur für... Oh, wohin reisen wir? Ah, warte. Ah, Markt? Trials of Mana. Nee, Wüstenhauptstadt Sultania. Warte mal, wo hast du Sultania schon mal gehört? Oh, verdammt, ich habe Sultania schon gehört. Wüstenhauptstadt Sultania. Ist das Dawn of Mana? Kann aber auch Schilder of Mana sein, ich bin mir nicht sicher. Ganz schön heiß hier. In diesen Outfits werden wir fix und fertig sein, bevor wir überhaupt erst mit der Verteilung der Geschenke anfangen können. Weil in Trials of Mana war nicht Sultania die Stadt, oder? Ich glaube nicht, oder? Lass uns jedenfalls schnell anfangen, fertig werden, sonst werden wir hier noch austrocknen.
Ja, fangen wir an. Fangen wir mit der Suche nach artigen Kindern. Aber es geht um einen alten Mann. Ach, das war die Stadt. Ja, okay, wo Adlaue herkommt. War das? Okay, ja, stimmt. Das war neben der Wüste Ish. Oder so. Wie hieß die Ish? Bin mir nicht sicher. Die habe ich auch noch nie gesehen. Die habe ich ja auch noch nie gesehen. Ist dieser Sack etwa? Glauben wir den nicht? Hab schon eine Menge verteilt. Eine Ruhepause wäre ganz schön gut. Hey, habt ihr mal einen Moment? Was ist der Witz? Ein Geschenk? Wenn du ein Geschenk willst, musst du dich hinten anstellen. Geschenk? Was ich will, ist das. Was? Hat der Typ doch den magischen Sack gestohlen? Den schnapp ich mir. Bleib stehen! Welche Tür bleibt schon stehen, wenn man ihm bleib stehen ruft, zuruft? Uah. Oh, Charlotte. Hey, war voll daff. Das hat dir getan. Und Angela. Nun aber, was macht ihr beiden denn da? Also sind wir in der Welt von Twilight of Mana. Autsch, wie kann ich nur so tollpatschig sein? Puh, bin ich erledigt. Endlich habe ich dich, du elender Dieb. Wie hast du mich genannt? Ich bin ein edler Dieb. Damit du das weißt, bist du nicht eigentlich der eigentliche Dieb hier? Tu nicht so dumm. Den Sack hast du doch von Nicolo gestohlen. Das ist der Werkzeugsack, den er immer auf dem Rücken trägt. Hör mir mal zu, das muss ein Verwechslung sein. Das ist kein Werkzeugsack, sondern ein magischer Sack vom Weihnachtsmann. Hä, ein magischer Sack? Was für eine billige Ausrede. Dann lass uns doch mal in den Sack reinschauen. Was für ein Sack ist das denn? Da ist ja gar nichts drin. Da fällt mir auf, dieser Sack sieht irgendwie eleganter aus als der von Nicolo. Glaubst du mir letztendlich? Da ist nichts drin, weil das ein magischer Sack ist. Anscheinend sagst du die Wahrheit. Sorry, hier hast du deinen Sack wieder. Ich war mir so sicher, da wären die wichtigen Arbeitswerkzeuge meines Bekannten drin. Da war ich wohl etwas überstürzt. Mann, wie könnt ihr es wagen, ohne uns zu treiben und dann noch einfach den Friesen zu fliefen? Wirklich mal, naja, wenn das alles geklärt ist, dann ist ja gut. Ja, was seid ihr eigentlich? Warum seid ihr so fick angeflogen? Wir sind... Helfer der Helferlein des Weihnachtsmanns. Aha, klingt nach einem edlen Dieb. Der Weihnachtsmann muss sowas wie mein Kollege sein. Wieso edler Dieb? Ich kann nur noch mal sagen. Ja gut, er bricht ein, ne? Tut mir leid für die falsche Anstellung und die Umstände. Ach, ist doch egal. Hat sie alles aufgeklärt. Außerdem scheint ihr mir keine bösen Leute zu sein. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt für Geschenke. Miko, hol heraus, was sich dieses Mädchen hier wünscht. Ist das euer Ernst? Wow, was für ein Glück. Aber Geschenke bekommt doch normales nur kleine Kinder, oder nicht? Ich habe so das nicht nötig. Ich bin ja schließlich kein Kind mehr. Das sieht man. Also, der Weihnachtsmann sagt, bei artigen Kindern ist das Alter egal. Komm schon, nimm ruhig ein Geschenk an. Wir sind extra hierher gekommen. Wie toll, ein Bonbon und dafür auch Schokolade. Mit so viel Flüssigkeit kann ich gerade eine Flüssigkeitenhaus bauen. Ein Süßigkeitenhaus. Großvater und Heidmar verbieten mir immer Flüssigkeiten, aber heimlich habe ich mich erst von gewöhnt. Flüssigkeiten fu essen, bis ich werde. Oh, das ist so schwer. Danke schön, Herr Weihnachtsmann. Nicht zu danken, schön, wenn ich dir eine Freude machen kann. Konnte. Pass auf, dass die Süßigkeiten nicht schmelzen. Alles klar, Angela kann viel mehr Magie kühlen. Als nächstes bist du dran. Oh, schön blau. Darf ich wirklich? Danke. Ist das eine Schatztruhe? Oh, da sind ja viele Edelsteine drin. Yes. Die werde ich an armen Leute verteilen. Nur einen einzigen werde ich für mich behalten, um damit ein Date mit dem Mädchen zu ergattern. Angela, was hast du denn bekommen? In grün? Das sind Kleidung und ein Brief, der Absender ist... Wie ist das möglich? Hey, Weihnachtsmann, wo hast du denn dieses Geschenk her? Also, das weiß ich auch nicht wirklich. Der magische Sack kommt, gibt her, was zum Empfänger passt. Sprich, was er sich wünscht. Mit W? Okay. Das heißt wohl, dieses Geschenk wurde sozusagen von jemand für dich vorbereitet und jetzt an den magischen Sack hierauf beschworen. Du machst ja so ein verdutztes Gesicht. Was steht denn in dem Brief? Also... Entschuldige, dass du dich oft von mir im Stich gelassen fühlst. Ich hoffe stets, dass du eine starke Frau heranwächst, da du einmal Königin werden wirst. Ich will dir wenigstens etwas schenken. In der Bibliothek habe ich ein Magiebuch entdeckt und habe nach dessen Beispiel ein Kleid aus einer anderen Welt angefertigt.
Es wird dir sicher wunderbar stehen. Ich hoffe sehr, ich kann dir damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Meine süße Tochter Angela. Die wahre Königin mit W oder was? Mutter. Oder nee. Was ist denn los? Tut dir was weh? Frag doch nicht so aufdringlich. Angela, zieh doch mal das Kleid an. Möchte unbedingt wissen, wie es an dir aussieht. Hm? Natürlich möchte ich das wissen. Hast recht. Moment. Wollen wir alle wissen, oder? Wollen wir alle wissen. Eieiei. Na, das macht mich doch gleich verführerischer, nicht? Wow, steht dir klasse. Mama. Toll, wunderschön. Vielen Dank für dieses fantastische Geschenk, mein Nachtmann. Alles klar. Die Mutter, also wenn ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals eine Mutter, so eine Tochter, so ein Geschenk macht. Damit sie in der Welt herumläuft und, ja nun, ne? Ja. All das spielt keine Rolle. 2. Komm, das machen wir noch. Dann ist vorbei. Dann ist auf jeden Fall vorbei. Ich brauche Pause. So viel lesen musste ich lange nicht mehr. War ein Scherz. Ach, es ist schön. Weil ich würde gerne diese Parts gerne über die Weihnachtszeit so ein bisschen verteilen, dass jeder Part, jeder Tag so ein bisschen in der Weihnachtszeit ein bisschen reinkommt. Passt ja auch, ne? Oder was sagt ihr? Wenn ihr es ja gerade seht, freut ihr euch doch sicherlich über diese nette Geste von Echoes of Mana. Mit dem Weihnachtsevent. Schön, schön. Ist natürlich nicht so weihnachtlich, wenn man hier kleine Wesen hier den Kopf einschlagen. Aber gut. Muss auch sein, ne? Wer sagt denn, dass Weihnachten immer Friede vor der Eierkuchen ist? Sollte es natürlich immer sein, aber hey. Eigentlich habe ich schon länger geplant, dass ich mal zur Weihnachtszeit mal die Geschichte von dem Weihnachtsmann in Secret of Mana so ein bisschen erzähle. So ein bisschen aufnehme, zusammenschneide, sodass man die Geschichte des Weihnachtsmanns in Secret of Mana erlebt. Aber da jetzt dieses Jahr das Event dazu kam, wo ich mir eigentlich gerechnet habe, denke ich mal, wird das nächstes Jahr vielleicht was oder übernächstes Jahr. Es kommt auch immer darauf an, ob nächstes Jahr vielleicht sogar noch mal ein Event stattfindet für den Weihnachtsmann. Wir werden sehen. So was habe ich auf jeden Fall schon länger geplant. Aber irgendwie kam ich da nie zu. Deswegen finde ich es mal gut, dass ich jetzt eine Ausrede habe. Aber es wäre doch mal was, oder? Mal so ein besonderes Video. Spezialelement Magie. Die Kraft der Spezialelement Magie, SPLM Mag, variiert je nach der Stufe der Spezialelementar Magie, sowie die Stärke und Intelligenz der verwendeten Charaktere. Das sind nützliche Infos, die das Spiel hier droppt. Ich habe nach dem Lesen gar nichts mehr im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da eben gelesen habe. Nun denn, gib mir die Belohnung. Und dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bin sehr gespannt, wohin uns die Reise verschlägt. Und ich hoffe, ihr wollt es nicht verpassen. Denn dann drückt auf Abonnieren und gerne ein Like da lassen. Das ist quasi euer Geschenk an mir, für mich. Das wäre sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.